Vielleicht wollte er da noch zuhören. So ein bisschen umgucken. Na gut, die zwei sind unten. Heavy macht ja ein neues Ticket auf. Ja. Einfach auf den Support Center. Du musst ja dich natürlich anmelden. Oder registriert sein. Ich bin angemeldet und registriert. Okay, dann hast du doch bestimmt, wenn du auf der Hauptseite vom Ticket Center bist, meine Tickets. Krisch. Siehst du doch ein bisschen weiter oben. Hab ich. Und dann, du hast noch, und dann kannst du da Tickets erstellen. Gehst drauf und dann Tickets erstellen. Crash ohne Fehlermeldung, verdammt. Nee, hab ich nicht. Mikrofon muted. Okay. Jan, weißt du da was? Entschuldigung, ich war gerade geistig abwesend. Wärst du bitte nochmal so freundlich? Tickets erstellen geht nicht. Tickets erstellen geht nicht. Mhm. Da muss ich mal kurz den Chris anstupsen. Nee, jetzt geht's. Sofort wieder da. Okay. Ja, gut. Das können wir auch direkt vermerken. Man muss sich ein- und auslaufen. Ja, das wäre ganz gut. Nee, aber ansonsten, wenn es Fragen über das Webinterface und so weiter fort gibt, am besten direkt an den Chris richten, wenn nicht im Support-Ticket. Kann ich noch eine Frage stellen? Gerne. Wenn ich jetzt einen Crash ohne Fehlermeldung hatte, gibt es da irgendwo eine Logdatei, wo ich vielleicht noch drinne wühlen könnte? Ist der Client, hat er sich einfach beendet oder ist er hängen geblieben? Nee, einfach beendet und dann kam diese Meldung hier, ist abgestürzt. Also wie bei GTMP, wenn der dann gecrashed ist, dann kommt ja so eine Meldung von GTA. Ja. Nee, da gibt es im Endeffekt keine Logs, die wir wirklich brauchen können. Oh, schade. Es ist leider was hast mit du gemacht? Dann bin Auto gefahren, wirklich bloß. Genau. Da bist das wäre ganz gut. Wenn du das wirklich reproduzieren kannst, dass du das beschreibst, was du gemacht hast. Ansonsten sind jetzt auch mit dem Rage-Update viel dazu gekommen. Ja, oft gab es aber mit Rage Probleme, dass man einfach an manchen Positionen crasht, was halt auch wirklich an Rage liegt dann. Stimmt, da gab es diesen Texturbug, ne? Ja, es gibt in der Stadt eine Stelle, wo man crasht, das liegt an Rage und da gab es, glaube ich, nochmal irgendwo was. Diese CEF-Log, das sind nutzlose Meldungen für euch, ne? Push-Pull-Info, CPP und sowas. Ja. Ja. Aber du hast doch bestimmt einen Stream, oder? Ja. Davon kannst du uns vielleicht einen Ausschnitt machen oder wir gucken uns das an. Okay. Entschuldigung, weil bei Rage gibt es wirklich manche Punkte, da stützt, also dann schließt sich einfach das Spiel. Jo, ich habe gerade eine Markierung gesetzt, ich klipp das nachher raus und dann reiche ich das ein, ne? Das war Höhe irgendwie. Was hast du gerade für ein Problem? Er ist an einer bestimmten Stelle.